Er hatte wohl eine Vorahnung, wie es mit ihm zu Ende gehen könnte. 4 Wochen nach diesem Interview war tot. Weiß ich nicht. Wenn es geht, alt, mit einer schönen jungen Frau. Nein, ich hoffe, ich sterbe gar nicht. Solange wieder nicht jemand auf mich schießt. Er hat eine 30-jährige Karriere im Rotlichtmilieu hinter sich und ist bekannt dafür, keine Auseinandersetzung auf dem Weg an die Spitze der Hells Angels gescheut zu haben. Diese Haltung wird durch die Ereignisse vor den tödlichen Schüssen im Jahr 2014 untermauert. Damals kam es zu einer Schießerei in Frankfurt zwischen den Hells Angels. Der Hintergrund soll ein Streit zwischen den alteingesessenen Rockern aus Frankfurt um deren Boss Walter B. und den türkisch geprägten Angels unter Mutschuk gewesen sein. Mutschuks Gruppe griff die Frankfurter beim Verlassen eines Clubs an, was zu schweren Verletzungen bei 4 Gießenern und Mutschuk selbst führte. Die Frankfurter hatten in den Jahren zuvor vermehrt Männer aus Einwandererfamilien rekrutiert, um gegen den Rockerclub Bandidos anzutreten. Einer dieser neuen war Mutschuk, der im November 2014 sein eigenes Charter in Gießen gründete und somit endgültig den Bruch mit den Frankfurtern vollzog. Ein Streit um lukrative Türsteherjobs zwischen den beiden Gruppen brach aus. Im Frühjahr 2016 kommt es zu einer Eskalation während eines Friedensgesprächs im Hotel am Frankfurter Flughafen, an dem auch Mutschuk teilnimmt. Ein Mitglied der Hells Angels Nomads Turkey, die bei der Gründung des Gießener Charters eine entscheidende Rolle spielen, verletzt den Vize des Frankfurter Charters Westend durch einen Nasenbeinbruch. 2 Monate später wird nahe der Frankfurter Hauptwache geschossen, was als Reaktion auf das fehlgeschlagene Friedenstreffen am Flughafen gedeutet wird. Im zweiten Teil unseres Videos werden wir Ihnen zeigen, wie der tragische Mord im Jahr 2016 geschehen ist. Was halten Sie von der Vorgeschichte von Mutschuk? Kennen Sie noch weitere Geschichten aus seinem Leben? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren.